Somit bekommen wir mit dem T-72 einen Panzer, der sich auszeichnet durch geringere Verwundbarkeit, größere Manövrierfähigkeit und höhere Feuerkraft. Vom Erhalt des militärstrategischen Gleichgewichts hängen das Leben und der Frieden. Wenn wir dies jedem Soldaten richtig erklären, wird er die Einführung des neuen Panzers in diesen Zusammenhängen sehen und ich bin sicher, dass er dann die Leistungen erreichen wird, die wir von ihm erwarten müssen. Ausführung beendet.